Ein wunderschönes Vor-Halloween wünsche ich an alle unsere lieben Zuhörer. Hier ist Kaisho Ronde mit dem Halloween-Special über Videospiele. Videospiele sind mein persönliches Steckenpferd. Ich bin ein leidenschaftlicher Gamer und heute geht es um gruselige Spiele. Ich persönlich habe ein kleines Problem. Ich finde die meisten Horrorspiele heutzutage leider Gottes einfach nicht mehr gruselig. Vielleicht kommt es davon, dass die meisten Spiele heute einfach zu vorhersehbar oder ausgelutscht sind. Vielleicht kommt es auch daher, dass ich mit der Zeit einfach zu einem zynischen, verbitterten, erwachsenen Menschen wurde, dem einfach nichts mehr Spaß macht und der nichts eine Freude hat. Ich weiß es nicht. Die Sache ist also, ich empfehle euch heute ein paar Spiele, die etwas anders sind, die nicht die üblichen Pfade gehen und die eher von diesem doch so häufigen Jumpscare-Horror etwas weggehen. Und da fange ich gleich mal mit einem wunderbaren Beispiel an. Das Spiel, das ich zuerst euch vorstellen möchte, heißt Yume Nikki. Das ist japanisch und bedeutet Traumtage. Yume Nikki ist ein RPG-Maker-Spiel, das von einem Japaner gemacht wurde. Und es hat eine relativ simple Grafik. Da es ein RPG-Maker-Spiel ist, kann man sich die Grafik ungefähr so vorstellen wie ein Pokémon für den Game Boy Advance. Das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich. In Yume Nikki geht es um das Mädchen Mato Dotsuki, die an einer Krankheit leidet, einer psychischen Krankheit, wodurch sie ihre eigene Wohnung nicht verlassen kann. Sie traut sich nicht rauszugehen. Das Einzige, was sie also machen kann, ist im Prinzip nur vor ihrer Spielekonsole zu hocken oder schlafen zu gehen. Und hier kommt die Spielmechanik zum Spiel. Man kann Mato Dotsukis Traumwelten erkunden. Diese Traumwelten sind surreal, total abgefahren, ineinander verschachtelt. Und worum es in dem Spiel im Prinzip geht, ist, dass man bestimmte Eier findet, die einem verschiedene Superkräfte verleihen können. Dieses Spiel hat so gesehen eigentlich, es ist total nicht linear. Es hat keinen festbestimmten Zweck, also man kann es nicht wirklich gewinnen. Es geht einfach nur darum, zu erforschen. Die besten Ergebnisse hat man, wenn man das Spiel bei ausgeschaltetem Licht, mit offenem Fenster und mit Kopfhörern spielt. Und es hat per se keine Horrormomente, aber die surrealen Traumlandschaften gehen an die Grenzen der menschlichen Fantasie und strotzen jeder menschlichen Logik. Sich mit diesem Unbekannten zu konfrontieren, und ich finde, das Unbekannte ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil von gutem Horror, weil der Mensch hat eine instinktive Urangst vor dem Unbekannten. Und dieser Umstand macht dieses Spiel eben oft so unheimlich, so düster. Dieses Spiel ist kostenlos, kann man sich also problemlos aus dem Internet laden. Es gibt eine englische Übersetzung und ich würde es jedem empfehlen. Wenn man es denn schon nicht ganz durchspielt, weil alles in diesem Spiel zu finden ist ohne Internetguides fast unmöglich, ist es doch ganz gut für ein oder zwei unheimliche Abende. Das wäre es auf jeden Fall zu meiner ersten Empfehlung und ich würde direkt an Shinto weiterreichen. Ja, es ist interessant, dass du mit dem RPG-Maker-Spiel anfängst, weil ich nämlich auch eins in der Liste habe. Was mich, naja, geprägt will ich nicht sagen, aber es hat mich in meiner Jugend sehr unterhalten, nämlich Vampire's Dawn von Alexander Marlex Koch. Ich fand die Charaktere sehr gut und es war immer eine sehr düstere Stimmung und es hat mir sehr gefallen. Also wenn du da mit deinen Charakteren durch Regen, mit Donner oder auch durch Asgards Schloss, was wirklich, ich weiß nicht, wie oft man da rumgeirrt ist, weil man selber die Orientierung verloren hat. Es ist wirklich gut. Also ich empfehle es jedem. Die Ableger sind, naja, da streiten sich die Geister, aber das Original, der erste Teil mit dem 2000er, ist wirklich super. Ja, das Spiel habe ich tatsächlich sogar auch damals in der Bravo Screen Farm auf einer CD gehabt. Ja, das war der Durchbruch. Und ich muss sagen, was mich an dem Spiel sehr, sehr beeindruckt hat, war erstmal, dass es überhaupt nicht linear ist. Es war eine für damalige Verhältnisse absolut riesige Spielwelt und man konnte im Prinzip ab einem bestimmten Punkt die Story in verschiedenen Reihenfolge ablegen. Darüber hinaus hatte man zum Beispiel die Möglichkeit, dass man NPCs, so gut wie jeden NPC, töten konnte. Ja. Und dadurch konnte man sich das Spiel eigentlich auch zum Beispiel verbauen, wenn man sich ungeschickt angestellt hat. Man hat also dem Spieler wirklich eine Menge Freiheit gelassen. Ich glaube, das ist das, was uns damals so fasziniert hatte, weil wir waren durch diese ganzen japanischen Rollenspiele eher an das Lineare gewohnt, ja, dass alles nach einer festen Reihenfolge abläuft. Dieses Spiel hat es anders gemacht. Ja. Allein die Tatsache, dass du als Fledermaus in jede erdenkliche Stadt fliegen konntest und
da Questen leveln, wieder neue Schätze finden. Gott, also das gesamte Spiel durchzuspielen, das dauert so lange, weil du einfach so viele Nebenquests hast. Und das für ein RPG-Maker-Spiel, ja, grandios. Okay, dann knüpfe ich gleich mal an und mache weiter. Wir haben uns in unserem vorigen Video über Filme ja schon über Autoren und ihre Horrorerfahrungen gesprochen. Da bringe ich jetzt gleich mal ein Spiel rein, das mir persönlich sehr gut gefällt und eigentlich auch mein Lieblingsspiel ist. Es geht um Alan Wake. Es ist ein Autor, der mit seiner Frau in den Urlaub fährt, um einfach ein bisschen den Kopf klar zu bekommen und wieder in die Stimmung zu kommen, dass er sein neues Buch schreiben kann. Das Ganze spielt, soweit ich weiß, in Kanada und nimmt eigentlich die Landschaft und Umgebung und Gebäude davon ziemlich gut mit rein. Also wenn jetzt viele von euch oder einige von euch sich fragen, okay, die machen gerade eine Halloween-Special, was macht Alan Wake da drin? Wir haben uns gedacht, wir spezialisieren unsere Titel nicht nur auf die Themen Mystery, Horror, Grusel, sondern auch die zum einen die Weird-Sachen, also die einem dieses Unbehagen, so wie Jack is Back schon in den letzten Videos gesagt hat, und die Atmosphäre aufbauen, und Alan Wake hat ja wirklich viel Atmosphäre und dieses etwas Düstere und ja. Das auf jeden Fall. Ich würde es aber dennoch auch mit ins Horror reinnehmen, nämlich wegen dieser Dunkelheit, die sich durch das ganze Spiel zieht. Das ist auch ein Hauptbestandteil des Spiels. Der Protagonist Alan Wake hat eine Taschenlampe in der Hand und verschiedene Waffen und versucht dann mit dieser Taschenlampe das Dunkle zu vertreiben. Zum Beispiel Menschen, die von der Dunkelheit besessen sind, versucht er mit der Taschenlampe zu neutralisieren, sage ich mal, und kann dann erst mit seinen Waffen auf sie schießen, also um überhaupt einen Effekt zu erlangen. Und wie ist das, wenn du in der Dunkelheit bist? Sind es dann Ghule oder Infizierte oder wie kann man das sich vorstellen? Also es sind im Prinzip ganz normale, ja, Hinterwäldler würde ich jetzt nicht sagen, einfach Leute, die da leben und die dann eben von dieser Dunkelheit besessen sind und dementsprechend Alan Wake, den Protagonisten, töten wollen. Das Ganze ist so aufgeteilt, dass er, also Alan, überall in dieser Welt verschiedene Skriptseiten findet. Es stellt sich dann heraus, dass das einfach die Geschichte ist, die er gerade schreibt. Das Ganze spielt so, dass die auf einer Insel in diesem Gebiet ein Haus haben, gemietet haben, und durch eine mysteriöse Frau haben sie den Schlüssel davon bekommen. Hinterher stellt sich aber heraus, dass dieses Haus schon lange nicht mehr existiert und die Insel auch schon lange nicht mehr da ist. Das Ganze nimmt dramatische Wendungen und er versucht halt, indem er diese Geschichte umschreibt, wieder alles zum Guten zu wenden. Also ein Autor, der quasi sein eigenes Buch mit seinen Worten bekämpft. Darum geht es in dem Spiel und ich empfehle es euch wirklich sehr stark. Es gibt auch Add-ons davon, wobei ich die jetzt nicht so toll wie das Hauptspiel finde. Sie sind eher actionlastiger. Alan Wake's American Nightmare. Beispielsweise. Was mich an dem Spiel sehr beeindruckt hat, ist, dass ich ein sehr, sehr großer Fan von Stephen King bin. Und das Spiel eben dieses klassische Stephen King-Motiv von das Gute gegen das Böse aufnimmt. Das Spiel fängt sogar mit einem Zitat von Stephen King an, dass die Poesie des Horrors das Unbekannte ist. Und sobald das Unbekannte nicht mehr unbekannt ist, der Horror seine Macht verliert. Abgesehen davon hat es einen ziemlich sweeten Soundtrack von Poets of the Fall heißt die Band, wobei die in-game heißen die irgendwie Old Gods of Asgard. Das sind so zwei Leute, die in der Irrenanstalt, so ältere zwei alternde Brüder, Rocker. Rocker, und die heißen in-game Poets. Nee, in-game heißen sie Old Gods of Asgard. Wobei die Band, die diese Songs wirklich geschrieben hat, Poets of the Fall heißt. Es ist also die Jiddle-Melodie zum Beispiel ist ja sehr schön und im Prinzip es ist auch ein sehr, sehr wichtiges Handlungselement. Also es hat direkten Bezug zur Spielegeschichte. Es ist im Prinzip fast schon ein Spoiler, wenn man sich den Text genau reinzieht, weil da wird ihm verraten quasi, was er tun muss, um die Geschichte wieder zum Guten zu wenden. Was auch toll ist, so als alter Mettler, finde ich eine Szene im Spiel super. Da geht Alan nämlich zu einer Bühne von eben dieser Band
Und dann stürmen von allen Seiten diese Dunkelheitsgestalten auf ihn zu. Im Hintergrund läuft die Musik von denen und Lichtershow und alles. Und er versucht, die halt dann da abzuwehren. Also das ist ein sehr, sehr cooles Element gewesen. Eine der besten Szenen des Spiels. Definitiv. Gut. Ich bringe ein kleines Indie-Jump'n'Run, das sich Eversion nennt. Eversion fängt so harmlos an, wie man es sich nur vorstellen kann. Man ist eine kleine Blume und es ist im Prinzip ein Super Mario-Klon. Man muss von links nach rechts, sammelt Münzen ein und muss die Prinzessin retten. Dabei hat man eine bestimmte Mechanik. Um bestimmte Hindernisse zu umgehen, wechselt man eine Daseinsebene. Man taucht quasi eine Ebene tiefer ein und kann dann bestimmte Hindernisse umgehen und kann dann wieder die Ebene wieder in die normale Realität zurück. Das alles hört sich jetzt relativ harmlos an. Je weiter das Spiel aber voranschreitet, desto tiefer kann man eben eintauchen und die Welt wird auf einmal nicht mehr fröhlicher Sonnenschein und glückliche Wolken, sondern es wird immer morbider und kranker und düsterer. Die Musik verändert sich, alle Farben werden fahl, die Gegner mutieren zu hässlichen Monstern und das Spiel ist im Prinzip alles andere, als was man am Anfang erwartet hat. Mehr möchte ich darüber aber eigentlich auch nicht erzählen, weil es wären so große Spoiler und viel baut im Prinzip auf diesen Überraschungseffekt auf. Man muss es wirklich selber erlebt haben. Das Gute ist wieder, dass dieses Spiel kostenlos ist. Also, wie gesagt, für jeden frei verfügbar. Oh, das klingt doch gut. Ja. Gut, dann mache ich weiter. Auch wieder in meiner Jugend. Herrgott, ich hatte echt viel Freizeit. Mehr nicht. Habe ich ein Point-and-Click-Adventure gespielt. Und zwar Baphomets Fluch. Auch Klassiker. Ist also... Man könnte sagen, okay, das gehört jetzt nicht so in die Riege, aber da will ich sagen, wie Alan Wake hat Baphomets Fluch echt eine düstere Atmosphäre und Setting. Also ich bin nicht arg weit gekommen in Gabriels Fluch, hieß glaube ich der Beititel, ich weiß es nicht mehr. Gabriel Knight und Baphomets Fluch sind zwei verschiedene Serien. Echt? Ja, Baphomets Fluch aber hast du wahrscheinlich schon gespielt. Ja, glaube ich, genau. Gabriel Knights auch, aber ich dachte, das wären... Das sind zwei verschiedene Dinge. Ah, okay, die hätten was miteinander. Okay, ja gut. Ja, das empfehle ich sehr. Zwar ein bisschen schlecht gealtert, ne? Grafikmäßig, oder? Ich finde eigentlich nicht. Ich habe Baphomets Fluch vor 2 oder 3 Jahren mal wieder angespielt. Mhm. Und es hält sich eigentlich gut. Das Schöne an Point-and-Click-Adventures ist, dass sie doch relativ gut altern. Mhm, okay. Vielleicht ist es ein bisschen was anderes, also für Leute, die gerade zum Beispiel eher Erfahrung mit modernen Point-and-Click-Adventures, wie zum Beispiel der Walking Dead-Serie haben. Bei Baphomets Fluch musste man halt noch wirklich... hatte man weitaus mehr Handlungsmöglichkeiten. Es ist gut vergleichbar. Ja, Monkey Island ist halt vom Genre her aus derselben Sparte. Jetzt zwar nicht thematisch, aber man muss Gegenstände mit Gegenständen kombinieren. Man muss jede kleine Ritze anklicken und untersuchen. Und eingeben. Ja, die Lösungen sind teilweise etwas abgehoben. Oh ja, bei Monkey Island schon. Mhm. Aber jetzt schlagen wir schon wieder ein bisschen ab. Ja, das wäre mein Tipp. Und Eddie? Hast du noch was? Oder? Ja, ich habe definitiv noch was. Ja, ich habe noch ein paar Spiele aufgeschrieben. Ein Spiel, das jetzt relativ neu ist und, soweit ich weiß, PS4-exklusiv ist leider. Leider. Nennt sich Until Dawn. Es ist ein Horrorspiel, das, wie gesagt, relativ neu ist. Ich habe es leider nicht gespielt. Ich habe mir aber ein Let's Play dazu angeschaut. Und es ist wirklich ein Spiel, das vieles anders macht, aber auf eine schöne Art und Weise. Also nicht so diese ausgelutschten Sachen, die halt in jedem Horrorspiel vorkommen, sondern wirklich mal was anderes. Du hast es, glaube ich, auch schon mal angespielt. Ich hatte es auf der Gamesvention von den VGamers tatsächlich mit einer Horde anderer Leute. Also das waren im Prinzip 20 oder 30 Leute in einem Raum und wir haben bei jeder Entscheidung, die das Spiel entwirft, eine kleine demokratische Wahl gemacht, was man denn nun macht. Oh Junge. 30 Leute, ein Spiel. Klingt wie ein schlechter Pornofilm. Irgendwie schon, nicht wahr? Ja gut, viel kann ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen, weil ich es wie gesagt nur im Let's Play angeschaut habe. Ich will es mir auf jeden Fall mal noch in Zukunft holen und selber spielen, sodass ich meine eigenen Entscheidungen reinbringen kann und werde eventuell dazu auch einen Artikel auf unserer Website veröffentlichen. Dann habe ich noch ein anderes Spiel, das mich sehr begeistert hat. Ich weiß, dass die Kritiken für dieses Spiel nicht besonders toll sind, aber mir persönlich hat es einfach toll gefallen, weil es einfach so ein super Setting und ein düster Setting hatte. Das Spiel heißt The Evil Within und
Ja, was soll ich sagen? Es ist so eine Art, ja, Kampfspiel würde ich jetzt nicht sagen, aber man versucht sich halt gegen verschiedene Arten von Horrorgegnern zu behaupten und schlägt sich dann so langsam durch die Story. Viel zu der Story kann ich jetzt auch nicht sagen, weil das wären dann wieder Spoiler. Es ist ziemlich mindfuckig, oder? Das auf jeden Fall. Und wer es gespielt hat, ich sag nur eins: Zombies mit Fackeln. Oh Junge. Zombies mit Fackeln. Das hört sich nach Problem an. Ja, das ist so ein kleiner Stealth-Modus, wo du versuchst, möglichst wenig mit den Zombies aneinander zu geraten. Und die können halt Flaschen werfen und so weiter. Du natürlich auch, um sie abzulenken. Aber das ist echt nervig Geil, gewesen. Zombies mit Waffen, mit Flaschen bewerfen. Stealth-Modi in solchen Spielen können entweder ein Fluch oder ein Segen sein. In dem Fall eher ein Fluch. Also, so toll war der Stealth-Modus nicht. Was ich auch über das Spiel zum Beispiel weiß, es ist vom Resident Evil Urgestein Shinji Mikami. Das war nach langer, langer Zeit mal wieder ein großes Projekt von ihm. Hat doch in der Presse überwiegend ein positives Feedback bekommen. Und hast du dazu noch irgendwas zu sagen? Ja, ich kann dazu noch sagen, dass als das damals angekündigt wurde, ich das Spiel an und für sich schon sehr gehypt habe, weil das, was sie rausgehaut haben an Footage und sonstigem Zeug, hat mich schon schwer begeistert. Dann habe ich irgendwie absolut gar nichts mehr davon gehört, also nirgendwo mehr Informationen gefunden. Und dann kam es auf einmal raus, so quasi unerwartet aus dem Nichts. Kann natürlich auch sein, dass ich da vielleicht irgendwas verpasst habe oder so. Aber das hat mich dann sehr, sehr gefreut, als es dann endlich rauskam. Ja. Und auch wenn es positive Resonanz gab von Seiten der Presse, was sagst du allgemein zu dem Spiel oder auch du? Weil ich habe schon mehrfach mitgekriegt, dass es, auch wenn es vom Altmeister selber ist, es doch eher nicht mehr dieses Resident Evil Flair hat, auch wenn viele sich das erhofft hatten. Es ist eben, finde persönlich ich, das ist nur meine Meinung und ich bin ja gegen solchen Horror eigentlich schon abgestumpft. Es ist halt Action-Horror. So wie die neueren Resident Evil-Teile Ja. ab Resident Evil 4 und 5. Das Spiel ist sehr actionlastig, zum Beispiel. Man versucht ein Tor aufzumachen und braucht natürlich beide Hände dafür, um diese Kurbel zu betätigen, aber im gleichen Moment stürmt eine Horde Zombies auf einen zu. Was machst du? Und dann musst du halt so dieses Gewicht zwischen Kurbeln und dich um die Zombies kümmern, musst du so ein Gleichgewicht finden, dass es einigermaßen hinhaut. Und deshalb, ja, es ist sehr actionlastig, aber das finde ich gerade toll. Weil wir es auch gerade von Resident Evil hatten, möchte ich auf eine Zeit zurückführen, als Resident Evil gerade herausgekommen war. Das war, glaube ich, Mitte der 90er Jahre und zu der Zeit gab es einen kleinen Survival-Horror-Hype. Resident Evil hat es vorgemacht und zu der Zeit wollte im Prinzip jede japanische Firma und auch einige westliche ein Stück vom Survival-Horror-Kuchen abhaben. Der Survival-Horror-Kuchen. Der Survival-Horror-Kuchen. Das heißt im Prinzip, jede Firma hatte ein Spiel herausgebracht, das sich ein bisschen so wie Resident Evil gespielt hatte. Es hatte sehr, sehr beknackte Kamerawinkel, weshalb man selten sehen konnte, was da ums nächste Eck lauert. Man konnte es meistens hören. Die Steuerung war so, als ob man ein Panzer fährt. Die sogenannten Tank Controls. Das heißt, in einer brenzlichen Lage konnte man nicht wie heute total leicht um den Gegner herumtänzeln, sondern musste umständlich sich um die eigene Achse drehen, weil man konnte sich eigentlich nur drehen oder nach vorne oder hinten laufen. Und ein besonderes Spiel dieser Art, das ich vorstellen möchte, ist die Parasite Eevee-Reihe. Parasite Eevee war Square Enix, das ja durch Final Fantasy bekannt ist, Versuch, einen Platz auf dem Survival-Horror-Thron zu ergattern. Was Parasite Eevee von der Masse abgehoben hat, war im ersten Titel, beide Spiele sind für die PlayStation 1 erschienen und kann man heutzutage über das PlayStation Network runterladen. Bei Parasite Eevee 1 hat man den Survival-Horror, den man aus Resident Evil kennt, mit Rollenspielelementen, bekannt aus Final Fantasy verknüpft. Das heißt, einerseits ist der Charakter frei durch die Gegend gelaufen, andererseits aber gab es zufallsbasierte Kämpfe, wie in vielen japanischen Rollenspielen, und man konnte leveln, man konnte die eigenen Fertigkeiten aufbessern, es gab eine Art Magie in dem Spiel und man konnte seine Skills ausbauen. Es war eine interessante Mischung, die es so vorher noch nicht gegeben hatte, die aber, wie ich sehr schade finde, im zweiten Teil nicht vorgesetzt wurde, weil Parasite Eevee 2 war dann eher wie das klassische Resident Evil. Es gab zwar noch dieses leichte Level-System, aber das Ganze war dann deutlich actionorientierter,
Hat aber auch den Vorteil, dass das Spiel um einiges umfangreicher war. Es gab verschiedene Enden und es gab zum Beispiel viele, viele Sachen, die man leicht übersehen konnte. Also man musste wirklich nachschauen, man musste wirklich nachforschen, um auf sie zu kommen. Das Gegnerdesign war ziemlich abgefahren und gruselig. Und die Geschichte ging im Prinzip darum, dass im menschlichen Zellen es einen Organismus gibt, der normalerweise für die Energieproduktion verantwortlich ist. Mitochondrien nennen sie sich. Und diese Mitochondrien, die vor Jahrmillionen von den Zellen absorbiert wurden, bekommen auf einmal ein eigenes Bewusstsein und führen dann Rebellion gegen die Menschen, indem sie einfach Menschen und Tiere dazu bringen, sich in eklige Monster zu verwandeln. Und man spielt eben eine Polizistin, die auch diese Mitochondrienkräfte durch eine unglückliche Fügung des Schicksals bekommen hat und sie eben bekämpfen muss. Für Leute, die Resident Evil gemocht haben, würde ich diese Spiele empfehlen. Es ist definitiv was anderes. Es ist auch ein dritter Teil für die PSP erschienen, aber dieser geht etwas von der erfolgbewährten Formel weg. Das auf jeden Fall erstmal zu Parasite Eve. Gut. Auf meiner Liste habe ich noch was draufstehen und da wird mich fragen, habt ihr irgendwelche Multiplayer-Sachen? Ja. Die sich eignen für irgendwelche Partys oder so ein Gedönse? Ach so. Hm. Ja. Ich leider nicht. Nein, bei mir sind das alles Singleplayer-Spiele. Also da würde ich mal, klar, klischeehaft würde ich Left 4 Dead empfehlen. Und was ich noch auf der Liste habe, ist Timesplitters Future Perfect, die Horror-Level im Koop-Modus oder halt durch ein Level-Designer eigene Sachen machen. Die waren aber auch echt scheiße gruselig, Mann. Die waren wirklich gruselig. Gruselig. Ja, sonst... Timesplitters war auch so eine der ganz wenigen sauguten konsolenexklusiven Shooter, oder? Kann man das so sagen? Eigentlich schon. Ja, das war ein Konsolenshooter und das war einer der wenigen guten Konsolenshooter, weil bei First-Person-Shootern sagt man ja normalerweise, alles auf dem PC ist genial und alles auf der Konsole ist eher so, naja, nicht so gut wie auf dem PC, höflich ausgedrückt. No. Aber Timesplitters hatte wirklich geglänzt. Es hatte auch einen einzigartigen Humor, schönes Charakterdesign. Der Humor. Und es hat im Multiplayer wirklich gebockt. No. Und wie du schon sagtest, Shinto, der Level-Editor war für seine Zeit wegweisend. Da es gab Möglichkeiten, man konnte zum Beispiel, ich habe da damals ein bisschen herumprobiert, man konnte sogar zum Beispiel Gegnerverhalten einstellen oder wenn du zum Beispiel eine bestimmte Tür betrittst, konnte man quasi Ereignisse vorprogrammieren, wie das abläuft. Man konnte also wie in einem RPG-Maker eigentlich, was für seine Verhältnisse natürlich, ja. Es wäre geil, wenn das heutzutage geben würde, weil, dass man zum Beispiel Maps online teilen könnte. Gab es ja damals auf der Konsole nicht wirklich. Ich meine, man konnte seine Memory Card mitnehmen, aber man konnte das ja nicht ins Internet hochladen. Was heute eigentlich echt interessant wäre. Also ich habe für euch noch Dead Space. Da kann ich euch die ersten zwei Teile empfehlen, weil der dritte ist einfach nur noch ein Shooter, meiner Meinung nach. Ja, ist er. Und da möchte ich eine spezielle Szene von Dead Space 2 ansprechen, nämlich die gleich am Anfang. Man ist auf einem Raumschiff und das wird von den, ja... Horrorgestalten, ich will auch nicht zu viel sagen jetzt. Man nennt sie Necromorphs. Genau, angegriffen, sage ich mal. Und man selbst trägt eine Zwangsjacke. Und das ist einfach so, man versucht sich irgendwie da den Weg durch das ganze Chaos zu bahnen und möglichst nicht mit den Figuren in Berührung zu kommen. Und die Atmosphäre, die dabei rübergebracht wird, ist einfach nur richtig krass und richtig cool. Wehrlosigkeit. Genau. Das hat mich, ja, stark gegruselt, würde ich sagen. Deshalb empfehle ich euch das wirklich. Auch ein schöner Teil ist einerseits das Gegnerdesign von diesen Necromorphs. Es ist wirklich wunderbarer, abstoßender Body-Horror. Ja, beispielsweise die Babys, die dann im Verlauf des Spiels kommen. Oh ja, die Babys. Das spielt wirklich mit den menschlichen Urinstinkten und dem Beschützerinstinkt. Was ich auch toll finde bei dem Spiel, man kann seine Waffen und seine Rüstung und so weiter verbessern. Beispielsweise wird seine HP in der Position von der Wirbelsäule in Form von Lichtern angezeigt. Wenn man weiter im Spiel ist, wird diese Leiste, sag ich mal, länger. Das heißt, man hat mehr Leben, man kann einfach sehr viel machen, neue Rüstungen finden und so weiter. Also es sind viele Elemente, die das Spiel einfach liebenswert machen. Kein klassisches Interface. Also ich glaube, im Spiel hat man auch keine Möglichkeit, das Spiel wirklich aktiv zu pausieren. Außer man geht jetzt auf Optionen oder so, aber im Game, wenn du durch dein Inventar gehst oder so, läuft das Spiel noch aktiv im Hintergrund weiter. Und was ich an dem Spiel zum Beispiel auch sehr schön fand, oder besser gesagt an den Spielen, sind zum Beispiel die Sequenzen, wo du durch die Schwerelosigkeit des Alls gleitest. Wenn du den Weltraum betriffst, werden alle Geräusche total gedämmt, es wird alles leise und
Es schafft eben dieses bedrückende Gefühl, dass man sich nicht mehr in Sicherheit befindet. Ich meine, in einem Spiel befindet man sich nie in Sicherheit. Aber das wird noch zusätzlich bedrohlicher. Man kann teilweise extrem geile akrobatische Moves machen, während man so durch die Schwerelosigkeit düst. Der erste Teil ist eher horrororientiert und der zweite Teil ist eher actionorientiert. Aber es ist noch nicht so actionreich, dass es nicht gruselig ist. Wie gesagt, das haben sie beim dritten Teil, wie du schon sagtest, Eddie, leider etwas verkackt. Wie so oft, ne? Ja, Microtransactions, Microtransactions. EA. Ja gut, dann möchte ich noch kurz was ansprechen. Viele von euch spielen bestimmt auch Online-Multiplayer-Spiele, beziehungsweise MMOs. Und sehr viele dieser MMOs haben Events, die dann zu den Feiertagen, zu den Festlichkeiten einfach im normalen Leben auch passen. Da möchte ich jetzt World of Warcraft ansprechen. Die haben sich nämlich eine nette Storyline zum Thema Halloween überlegt. Nämlich der kopflose Reiter greift ein Dorf an in Sturmwind bei der Allianz in der Nähe. Also das Dorf heißt Goldhain und zündet das Dorf an und die Spieler müssen dann versuchen, das Haus zu löschen und versuchen dann eben das Haus oder halt da, wo der kopflose Reiter unterwegs ist, zu finden und den dann zu stürzen. Die Storyline drumherum finde ich toll und gruselig. Und das bringt dem ganzen Spiel ein bisschen Abwechslung rein. Die ersten Jahre war zwar immer alles gleich, aber mittlerweile haben sie immer wieder neue Elemente mit reingebracht. Es hat einen etwas holprigen Start, aber es hat sich über die lange Strecke doch etwas ausgeglättet, oder? Nein, das würde ich jetzt nicht sagen, aber es war halt einfach jedes Jahr genau das Gleiche und irgendwann war das halt ausgelutscht als jahrelanger Spieler. Aber mittlerweile bringen sie halt immer wieder neue Elemente rein, wie zum Beispiel neue Haustiere, die man sich freispielen kann oder ja, solche Sachen einfach. Einem alten Hund kann man doch noch ein paar neue Tricks beibringen, ha? Genau. Ja, das war es soweit von meiner Liste. Habt ihr noch was? Ja, ich hätte noch zum Schluss etwas. Wenn wir gerade bei meiner Lieblingsart von Horror sind, Sachen, die einfach verflucht eigenartig, merkwürdig, unbequem, verstörend sind. Es sind zwei Spiele, die vom selben Spielemacher gemacht wurden. Das eine ist für die PlayStation 1 erschienen und ist relativ einfach per Emulator zu finden. Es heißt LSD Dream Emulator. Wie die bewusstseinsverändernde Droge handelt auch das Spiel von surrealen Landschaften, die der etwas blühenden Fantasie des Spielemachers Osamu Sato entblüht sind. LSD, der Dream Emulator, hat im Prinzip keinen wirklichen Sinn. Es geht einfach nur darum, durch verschiedene Traumlandschaften aus der Ego-Perspektive zu schalten. Man kann auch nicht wirklich mit den Objekten interagieren. Wenn man das Pech hat und gegen irgendwelche Hindernisse stößt, dann wacht man einfach auf und beginnt einen neuen Traum kurz danach. Das Besondere an dem Spiel ist aber, dass das Spiel das Spieleverhalten, und das war zu PlayStation-Zeiten doch etwas Neuartiges, herausliest und dass ja, sich die Träume im Prinzip der Spieleerfahrung, dem Spielerverhalten anpassen. Das heißt, sie können einerseits bunt und fröhlich und leicht sein, aber auch total düster oder verstörend. Also sprich, das mit dem Aufwachen ist wie bei Yuminiki. Ja. Sobald du stirbst, in Anführungszeichen, wachst du halt auf und schläfst wieder ein. LSD The Dream Emulator könnte man auch im Prinzip als eine Art Yuminiki in 3D mit etwas kantiger Polygon-Grafik von der PlayStation 1 her bezeichnen. Vielleicht ist auch Yuminiki inspiriert worden von Dream Das denke Simulator. ich bestimmt. Und um nochmal ganz, ganz kurz auf ein anderes Spiel zu kommen, weil darüber könnte man sehr viel sagen, aber ich möchte euch nicht zu so viel vorwegnehmen. Am besten schaut man sich da mal ein Video auf YouTube an, ist, oh Gott, das ist ein langer Titel, Eastern Mind, The Lost Souls of Tong No. Dieses Spiel ist etwas schwer in Worte zu fassen. Vom Spiel her ist es ein Point-and-Click-Adventure aus der ersten Perspektive, aber was das Spiel so besonders macht, ist das Charakterdesign. Dieses Spiel sieht einfach wie ein total schlechter Horror-Drogentrip aus. Und ich denke, es war nicht mal die Absicht vom Macher, dass es ein Horrorspiel sein wird, aber man kann es einfach nur so in Worte fassen, dass das Spiel einen an einer Stelle berührt, wo man sich danach überhaupt nicht sicher und geborgen fühlt. Es ist eine schlechte Art von Berührung. Und das finde ich so genial an diesem Spiel. Diese Verstörung. Diese schlechte Art von Berührung. Diese schlechte Art von Berührung. Zeig an der Puppe, wo dich das böse Spiel berührt hat. Bad Ich kann nicht wirklich nur sagen, wir werden es auf jeden Fall nochmal im Video erwähnen, weil der Titel ist wirklich lang. Schaut euch einfach ein Let's Play auf YouTube an. Man muss sagen, das Spiel ist ein bisschen schwer herzubekommen. Es ist irgendwann für den MS-DOS erschienen.
Deshalb ist es auf modernen Windows 64, 7 und 10 PCs etwas kacke zum Laufen zu bringen. Aber man sollte sich zumindest mal ein Let's Play anschauen, um zu sehen, was spieledesigntechnisch und fantasietechnisch alles so geht. Das war es auf jeden Fall von uns heute zum Thema Halloween und Gaming. In der nächsten Folge reden wir etwas über Horrorliteratur. Seid gespannt. Wir danken euch fürs Zuhören. Es verabschieden sich euer Jack is back Shinto und Eddie. Servus. Ciao. Happy Halloween.